Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, ein Überraschungsvideo. Das habe ich die ganze Zeit vor mich hergeschoben. Die Baudeals sind jetzt vorbei. Die Atlantis 4 haben wir auch schon fertig gebaut, geflogen, gelandet. Und jetzt fehlt halt noch ein bisschen was. Deshalb werde ich eine Rakete entwickeln, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen oder gelesen habt. Die Atlantis 5 wird das sein. Sie wird nicht stärker sein als die Atlantis 4, soweit mal gesagt. Ich will die Lücke zwischen der Atlantis 3 und der Atlantis 4 füllen. Die Atlantis 3 kann nämlich 60 Tonnen in einen Erdorbit bringen und die Atlantis 4 schon 150 Tonnen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich doch mal eine Rakete, die da ungefähr in der Mitte ist, also etwa 100 Tonnen. Und deshalb nehme ich mir gleich mal einen Tank, den 10er breiten Tank, der genau 100 Tonnen wiegt. Und dann bauen wir einfach die zweite Stufe meiner Raketen. Ich habe halt immer dieselbe zweite Stufe. Deshalb kann ich die auch schnell mal hier bauen. So, dann brauchen wir noch das große hier, den großen Tank. Drei Frontiertriebwerke, Landebeine, ECS-Düsen. So, und das war's eigentlich schon. Jetzt müssen wir es nur noch einfärben. So, die zweite Stufe ist fertig. Jetzt brauchen wir nur noch eine Nutzlastverkleidung. Packen das alles oben drauf. Wie viele sind das? Das sind 4 Stück. Gut, dann nehmen wir uns noch das da, das da, das da, das da und nein, das da. So, dann machen wir das alles mal silber. Ist jetzt alles silber, okay. Und jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil. Ich schiebe das noch ein bisschen nach oben. Nämlich die Erststufe müssen wir auch noch machen. Wir fangen wieder mit dem leichtesten an und weil ich ein bisschen faul bin, kopiere ich einfach diesen Zentralkern von der zweiten Stufe runter. Ich benutze auch immer dasselbe, also wird das schon klappen. So, also bei der Atlantis 3, da habe ich ja 2 von diesen Titantriebwerken benutzt und damit habe ich 60 Tonnen erreicht. Bei der Atlantis 4 habe ich ja dann, Moment, 3 Stück genutzt, um 150 Tonnen zu erreichen. Das heißt, wir nehmen einfach mal, wir nehmen einfach mal ein Hawk-Triebwerk, so. Damit es ein bisschen besser aussieht, machen wir vielleicht noch sowas rein. Ja. Dann gucken wir mal. Das ist zu klein. Dann nehmen wir die große Abdeckung. Hier wieder Landebeine dran. So, dann haben wir das eigentlich auch schon fertig. Jetzt müssen wir alles nur noch in Silber machen. Davon die untere Hälfte und hier. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt fehlen noch die ECS-Düsen. Es leckt gerade ein bisschen. Naja. Machen wir vielleicht so.
Ja, ich würde die tatsächlich ein bisschen weiter runtersetzen, wegen den Triebwerken, die sind halt sehr schwer. Wir haben halt hier ein Titantriebwerk, das wiegt 12 Tonnen. Davon haben wir zwei, also haben wir schon 24 Tonnen. Ja, okay, das wiegt kaum was. Aber auf jeden Fall ist das ziemlich schwer hier unten, deshalb mache ich das weiter nach da. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich habe eine neue Rakete entwickelt. Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. Tausende Raketen entwickeln, immer besser, immer weiter fliegen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass wir Raketen entwickeln, die wir auch wirklich nutzen und nicht einfach nur, weil sie schön aussehen oder viel Masse tragen können. Ja, wir haben jetzt hier Schub pro Masse von 1,39. Das sieht ganz gut aus. Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen hier um das Hawk-Triebwerk, wenn wir wieder landen, dass das dann wahrscheinlich ein bisschen schwach sein wird. Also ja, es gibt halt auch leider nichts Stärkeres. Hätte ich mir so gewünscht, sowas wie das Frontier-Triebwerk, nur keine Ahnung, dreimal stärker. Weil genau wie zwischen der Atlantis 3 und Atlantis 4 so eine riesige Lücke ist. Hier, das Hawk-Triebwerk hat eine Schubkraft von 120 Tonnen und das Titantriebwerk einfach 400 Tonnen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, was es ein bisschen problematisch macht. Genau deshalb entwickle ich auch hier die Atlantis 5, um ein bisschen die Lücken zu füllen. Gut, genug geplappert. Ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach mal aus. So wie die Bauvideos in den letzten paar Tagen. Also, los geht's. So, wie bei den anderen Raketen auch immer, fahren wir die Landebeine aus für weniger Luftwiderstand, machen die Triebwerke an und zünden sie. Start sieht ganz gut aus. Mal sehen, wie es sich landet. So, ich warte noch ein bisschen. Das ist ja hier bei den zweistufigen Raketen so. Ich warte immer, bis da 10 Grad stehen, dann fange ich an zu drehen. Und auch nicht mehr als 45 Grad. Ich würde sagen, wir machen vielleicht so 40 Grad. So eine Mischung zwischen Atlantis 3 und Atlantis 4. Ist ja auch im Grunde dazwischen, auch wenn die Zahl höher ist. Also wir bringen die mal auf 40 Grad. Oh, fehlt nicht mehr viel. Hoffentlich haben wir genügend Treibstoff. Ja, wir haben noch 35%. Das sieht ganz, ganz okay aus. Ich würde jetzt sogar ein bisschen zurückdrehen. Wieder auf 35. Damit wir auch garantiert im Weltraum ankommen. So, 10%. Landebein einfahren. Zur Oberstufe wechseln. Und dann fliegen wir einfach mal weiter. Ja, die zweite Stufe ist jetzt eigentlich nicht wichtig, sie sollte es schaffen. Immerhin kann sie auch 150 Tonnen in einen Erdorbit bringen, dann sollten 100 kein Problem sein. Mir geht es eher um das Landen. Aber wir machen ja jetzt einen Versuch. Und da es ein kompletter Versuch sein soll, müssen wir alle Aspekte mit einbeziehen. Anschließend werden wir es auch noch verbessern. Aber ich glaube, dazu mache ich ein extra Video mit Zeitraffer und so. Also es besteht nur darin, Treibstoff zu sparen. Deshalb ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Das werdet ihr dann wahrscheinlich morgen sehen. Also wenn ich das Video... ja, wenn ihr das Video seht, morgen. So, Triebwerke machen wir aus. Ja, ist wirklich ein bisschen schwach.
für eine Rakete. Ja, es dauert ewig. Ich hätte früher starten sollen. Aber wir versuchen es trotzdem, ist egal, ob es schief geht oder nicht. So, 5%, dann wechseln wir wieder zurück. Müssen ein bisschen gegenlenken, damit wir wieder in Orbit kommen. Da fehlt auch nicht mehr viel. 300 Meter pro Sekunde brauchen wir noch. So, dann fehlt auch nicht mehr viel, nur noch das Landen. Und ich hoffe wirklich, dass es klappt, weil ihr habt eben gesehen, das mit dem Hawk-Triebwerk hat wirklich nicht so gut geklappt. So, wir haben so gut wie ein Orbit, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, wie Atlantis 4 auch, hat das ein paar Probleme mit der Stabilisierung. So, ich lasse erstmal auf 100%. Ich will lieber zu früh langsam werden. Ich muss ja immerhin noch gucken, wie ich da lande. Okay, wow. 100% haben tatsächlich nicht gereicht. Und jetzt kippen wir um. Okay, das ist interessant. Das heißt, 100% reichen knapp nicht aus. Okay, aber hier haben wir es ja, warte. Wir müssen ja den Versuch noch zu Ende führen. Ja, hier haben wir einen niedrigen Orbit erreicht. Hier haben wir noch 20% übrig, das reicht locker. Und obwohl das jetzt schief gegangen ist, sage ich euch, dass das klappen kann. Ich meine, es war knapp. Ja, Leute, ihr müsst zugeben, da haben nicht mehr viel gefehlt. Also es war schon bei, keine Ahnung, 15 Meter pro Sekunde, als wir aufgeprallt sind. Dann ist ein Bein kaputt gegangen und deshalb ist die Rakete umgekippt. Das heißt, wenn wir von hier Treibstoff wegnehmen, also wir haben ja hier noch genügend Treibstoff, ja. Wir haben hier noch 11% überschüssigen Treibstoff. Von hier nehme ich natürlich nichts weg. Ich lasse die zweite Stufe immer so. Stattdessen nehme ich das von hier weg und ändere den maximalen Neigungswinkel beim Fliegen halt. Statt 40 nehme ich dann halt durchgehend 35, mache weniger Treibstoff rein. Dadurch habe ich weniger Masse, weniger Leergewicht. Und dann kann das klappen mit dem Landen. Und ich würde sagen, trotz dessen, dass es hier umgekippt ist, kaputt gegangen ist, war das ein Erfolg. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Atlantis 5. Wir müssen die natürlich noch verbessern. Und da das Video schon ein bisschen lang ist, nicht sehr lang, ein bisschen, ich meine 13 Minuten, das ist einiges. Wir machen das einfach morgen mit dem Ganzen verbessern. Ich mache dann halt einfach durchgehend Zeitraffer rein. Vielleicht mal kurz begrüßen oder so und Tschüss sagen. Ja, auf jeden Fall werde ich das noch verbessern. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.